Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren kleinen Mini-Tutorial. In diesem Mini-Tutorial wird es um die Dodge & Burn-Technik gehen. Und dabei werde ich dir zeigen, wie ich Dodge & Burn einsetze, wofür ich das einsetze, an einem kleinen Beispiel, das viele vielleicht von der Komma kennen. Das werde ich dir nachher auch gleich zeigen. Ich werde eine etwas einsteigerfreundliche Version zeigen und dann, eine fortgeschrittene Version ist zwar ein bisschen doof gesagt, aber etwas mühsamere Version, wie man Dodge & Burn erstellt. Und also eine schnelle und eine etwas aufwendigere, so ist es, glaube ich, am einfachsten erklärt. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Es wird auch wieder hier zwischen 10 und, ja, ich sag mal 20 Minuten dauern. Und dabei geht es um dieses Bild. Also, ich habe hier den Stefan und Matthias, das war eben für das Comac gemacht worden, dieses Bild hier, und sollte die zwei Herren ein klein wenig lustiger darstellen. Und dabei zeige ich dir, wie ich hier gerade an diesen Stellen Dodge & Burn einsetze. Du siehst es hier an diversen Stellen, es ist schon heller. Ich blende hier die zwei Ebenen mal aus, dann ist es ein klein wenig etwas flach, und dabei geht es bei der Dodge & Burn Technik gerade diese hellen Stellen, also ich aktiviere das mal, gerade hier diese Stellen, hellen und dunklen Stellen, ein klein wenig abzuheben davon, dass man etwas mehr Kontraste, mehr Tiefe im Bild bekommt und auch so erkennen kann, ey, das sind ja richtige Falten drin. Wenn ich die mal nochmal ausblende, dann sieht man, ja, man erkennt sie, aber man darf die auch ruhig hervorheben. Ich habe anhand der aktuellen Patch gesehen, dass viele Bilder gar keine Dodge & Burn Technik anwenden, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich verwende das nahezu überall. Natürlich in einem angemessenen Rahmen, man soll es auch nicht übertreiben. Es ist wie bei Filmen auch immer reine Geschmackssache. Also, das wäre die letzte Technik, die wir angehen. Das lösche ich hier gleich mal und dann gehen wir das zusammen durch. Ich verschiebe das hier in den Papierkorb. So, also ein flaches Bild. Ja, und jetzt geht es darum, die hellen Stellen aufzudunkeln. Die erste Technik ist wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich und um die geht es jetzt. Und dabei erstellen wir uns eine Einstellungsebene. Ich wähle hier Tonwerkkorrektur aus. Dann natürlich mit einer Schnittmaske, wenn die nicht aktiv ist, klickt da einfach drauf. Jetzt geht es darum, die hellen Stellen aufzuhellen. Wie mache ich das am besten? Ich schnapp mir den mittleren Regler und drehe mal hier richtig hoch. Oder ich könnte aber auch, da dunkle ich ab, so diesen hier, hellen ihn hier so auf. Das geht natürlich auch. Also wie es euch jetzt irgendwie gerade am besten ist. Das sieht jetzt im ersten Moment komisch aus, muss euch aber nicht irritieren. Und ich stelle mir nochmal eine Tonwerkkorrektur. Und diesmal dunkle ich das Bild ab. Achso, ja, die muss ich deaktivieren. So, diesmal dunkle ich das Bild ab, so ungefähr. Die kann ich auch wieder ausblenden, aktiviere mal die weiße Ebene. Je nachdem, wie ihr eure Photoshop angestellt habt, müsste hier gleich eine Maske zu sehen sein. Bei mir ist es jetzt nicht, also aktiviere ich das mit Control und I, oder Steuerung und I oder Command und I kann ich das Ganze wieder ausblenden. So, ich schließe hier mein Fenster, dann sieht man es besser. Schnapp mir hier einen weichen Pinsel. Nehmen wir gerade den ersten. Und Vordergrundfarbe weiß. Und mal mir jetzt meine hellen Stellen rein. Ich zoome ein klein wenig ins Bild rein. Sonst sieht man es auch besser. So, dann fangen wir mal oben an. Und jetzt kann man eigentlich genau hier reinmalen. Alles, was helle Stellen hat. Also, das heißt hier die Stirn ein klein wenig so. Da braucht man auch nicht groß aufzupassen. Das Kinn. Vielleicht den Pinsel zwischendurch immer mal verkleinern. Ich vergrößere hier nochmal so. Dann sieht man es besser. So rum. Hier diese Stelle darf auch noch hell sein. Die Ohren. Hier auch nochmal. Den Pinsel vielleicht gerade bei den Details wirklich ganz, ganz klein machen.
Und so kann man dann wirklich alles nochmal schön nachmalen. Macht euch nicht Gedanken darüber, wie das jetzt im Moment aussieht oder wie das wirkt. Das kommt später eigentlich. So, hier kann man den Pinsel etwas größer machen. Hier ist eine Falte, hier ist eine Falte, hier ist eine Falte. Da sind helle Stellen. Hier sind auch noch helle Stellen. Hier auch. Hier ist auch nochmal eine Falte. Und so kann man sich langsam an das Ganze rantasten. So, guck mal hier. Die kann man ruhig betonen. Es, wie gesagt, es muss nicht hundertprozentig sein, weil wir das Ganze nachher sowieso irgendwie weichzeichnen werden. Und bei der Hand kann man natürlich auch nochmal ein bisschen aufhellen. Gerade hier diese Stellen hier. Hier, hier auch. Und vielleicht hier noch so. So, das sollte eigentlich gut hinkommen. Dann gucken wir mal hier rein. Ja, hier ist auch noch so eine weiße helle Stelle. Hier sind noch ein paar Falten, kleine Falten. Das ist okay soweit. Jetzt gucken wir mal weiter runter, was man da anbietet. Okay, die Hosen. Also, die Hosen, die kann man natürlich ganz, ganz gut hervorheben. Die ganzen Falten, die da zu sehen sind. Hier ist noch eine Falte, so. Ihr seht, ich mal hier einfach willkürlich mal drauf. Also alles, was hell werden soll, markiere ich mich mal hier. Hier sind noch helle Stellen. Da kann man auch noch ein bisschen. Hier vielleicht noch. So, dann gehen wir hier mal rüber. Also hier sind schon mal helle Stellen. Die sieht man sehr gut. Kann man ruhig betonen oder sollte man auch betonen. Hier sind noch helle Stellen. So. Dann gehen wir bei der Hand, da kann man ruhig ein bisschen größer sein, hier etwas kleiner. Dann kann man hier auch ja, so anzeichnen. Also das ist so eher die Quick and Dirty Methode, die ich da jetzt nehme. Aber auch für den Anfang vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also du siehst, ich hebe hier wirklich nur die hellen Stellen hervor. Hier vielleicht. Und es lohnt sich wirklich, sich da etwas Mühe zu geben. Weil das Resultat wird dann umso besser. So, hier bei dem Cape, da kann man auch helle Stellen antonen oder anzeichnen. Dann haben wir hier größere Stellen, wieder den Pinsel etwas größer, so. Hier wieder kleiner machen, damit man da nicht zu viel Weiß drin hat, logischerweise. Hier ist auch noch so eine weiße Stelle. Hier vielleicht noch so. Hier muss man noch ein klein wenig gucken. Man kann auch aus dem Bild rauszoomen, dass man es etwas besser erkennt. Hier sind ganz, ganz helle Stellen. So, hier ist noch ein kleiner Knick drin. Da ist noch eine helle Stelle. Hier auch. Da kann man noch ein bisschen machen. Hier ist auch noch so eine kleine Falte. Hier ist eine große Falte. Die sieht man ganz gut. Und ja, dann gucken wir mal hier weiter oben. Hier am Kragen. Da kann man noch machen, hier vielleicht noch, so, und hier. Im Gesicht natürlich dasselbe Spiel, auch hier wieder die hellen Stellen werden mal kurz angedeutet, machen wir mal so, die Backen, hier werden wir wieder ein klein wenig kleiner, und so geht's weiter. Also, die Nase noch, hier noch Glanzstelle, vielleicht so nochmal rum, und das dürfen wir fürs erste Mal reichen, würde ich mal sagen. So, was machen wir jetzt? Durch das, dass wir hier auf einer Maske arbeiten, kann man hier doppelklicken. Und hier sehen wir die Einstellungsmöglichkeit weiche Kante. Jetzt pass mal auf, was passiert. Ich zoome hier noch ein klein bisschen aus dem Bild raus. Sieht jetzt noch im ersten Moment sehr, sehr komisch aus. Unsere Kanten sind ja hier auch noch ziemlich hart, deswegen machen wir auch die ganz, ganz weich. Bis eigentlich die hässlichen Stellen nicht mehr so sichtbar sind. Also es darf ruhig noch sichtbar sein, das ist überhaupt kein Ding. Und jetzt geht es darum, dass wir die ganze entweder ineinander kopieren, gucken wie das wirkt. Hier geht es einfach darum, um auszuprobieren. Weiches Licht, was bringt mir weiches Licht? Ja, nicht wirklich eine Veränderung. Probieren wir es mal mit hartes Licht. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Also das heißt, hier ist vorher nachher, da werden deutlich schon Stellen angehellt, aber hier im Gesicht ist natürlich auch nicht so eine tolle Sache. Also deswegen weiches Licht, das reicht schon mal, wenn es hier zu wenig ist, was in unserem Fall jetzt ja auch der Fall eingetreten ist. Man sieht
die feinen Striche oder die kleinen feinen Falten schon mal gar nicht. Gerade wenn man hier auf den Pullover achtet, ausblenden, einblenden, man sieht es hier wirklich sehr, sehr schlecht. Also, ich kann Doppelklick auf die Tonwertkorrektur, dann öffnet sich mein Fenster wieder und ich kann das Ganze nochmal aufhellen. So, jetzt sieht man deutlich, dass hier schon einige Stellen ziemlich hervorgehoben werden. Das Gesicht auch, das ist soweit okay, das einfach nicht zu übertreiben, aber ich denke, so kann man es lassen. Dann machen wir das gleiche Spiel mit den dunklen Stellen im Bild und dabei geht es eigentlich genau gleich. Wir aktivieren hier die Ebene, wieder Command Steuerung I und jetzt geht es darum, auch wieder mit weißer Farbe, jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung, also das heißt alles Stellen, welche schwarz sind, ja, wie sagt man, ins Bild zu malen. Und du siehst, ich mache hier wirklich nur die schwarzen Stellen, hier vielleicht noch ein klein wenig, die Augenbrauen, die dürfen auch ruhig dunkel sein. Und gucken wir mal hier noch, ne, das ist okay. Ja, Stefan hat hier schöne Lachfalten drin, die kann man ruhig betonen. Wenn euch der Pinsel zu groß ist, macht den einfach kleiner. So, ich mache den noch mal kurz hier weg. Ist mal ein bisschen zu groß geworden. So, hier auch. Da. Und machen wir den mit einem kleineren Pinsel. Genau so. Ja, das passt. Hier kann man auch ein klein wenig abdunkeln. Das sieht jetzt wie aus wie geschmückt. Sieht ja noch lustig aus, ist aber okay soweit. Und jetzt geht es darum, eben auch eigentlich diese dunklen Stellen zu betonen. Hier auch nochmal hier. Von daher gibt es hier ein klein wenig mehr Stellen, das ist soweit okay. Hier kann man ruhig ein klein wenig vergrößern. Hier ist so eine Falte noch drin. Bei den Hosen, ja, da kann man noch. Hier genau, da diese Stellen hier, hier noch vielleicht. Da müsst ihr halt einfach ein klein wenig ausprobieren, das erfordert auch Übung. Aber ihr kriegt dann schon schnell das Auge dafür, welche Stellen abgedunkelt werden müssen. Ich blende das hier mal aus und stört das auch nicht. Eben auch, also diese Stellen hier, das hier, das kann auch alles dunkel werden. Hier sehen wir auch noch dunkle Stellen. Hier noch, hier auch noch. Es darf ruhig ein klein bisschen mehr sein. Und diese Zwischenräume hier, die dürfen etwas dunkler sein. Auch hier. So. Und jetzt geht's genau da. Hier sind auch die Schatten drin, die holen wir hervor. Hier sind auch noch ein paar Strähnchen drin. So. Ich mache hier einfach. Ich mache jetzt mal so auf die schnelle Art und Weise einfach ein paar dunkle Stellen, die ich hier aufhelle. Pinsel wieder größer. Hier. Dieses Stück hier machen wir komplett schwarz. Genau so. Damit man dann später auch erkennt, wo das Ganze einen Knick hat. Hier kann man auch ein bisschen dunkel machen. Und hier ist auch noch so ein kleiner. Hier noch. Hier. Ja, hier vielleicht noch. Da, da. So, da vielleicht nochmal. Haben wir alles erwischt. Vielleicht hier nochmal. Ja, dürfte eigentlich soweit passen. Mal gucken, was wir da jetzt rauskriegen. Und auch hier wieder dasselbe Spiel wie bei der hellen Ebene. Ich nehme einfach hier nochmal weißes Licht. Und du siehst, da wird schon kräftig was abgedunkelt. Also, hier klicke ich nochmal drauf. Wir wollen ja eine weiche Kante haben, die nicht so offensichtlich ist. Und gucken mal, was hier passiert. Wie sieht da aus? Ja, kann ruhig nochmal ein klein wenig weicher sein, da müsst ihr halt auch wirklich ausprobieren. Jetzt ist mir natürlich die schwarze Ebene viel zu dunkel, ne? Also, helle ich die ein klein wenig wieder auf. Man sieht es hier gerade im Gesicht, dass das nicht so toll ist. Ich mache das mal zurück. Schieb es so mal voran. So könnte es eigentlich gut hinpassen. Gucken wir mal, vorher, nachher. Ja, passt. Sieht nicht schlecht aus. Ich mache die zweimal in eine Gruppe rein.
dann kann man die besser ein- und ausblenden. Stelle hier so hell, dunkel, hell, dunkel. Also das wäre mal die erste Methode. Und die zweite Methode ist eigentlich auch einfach, ist aber ein bisschen, ja, ich sag mal, aufwendiger. Ich gehe hier wieder über meine Ebene, gehe auf oben in meinem Menü auf Ebene, neue Ebene. So, hole ich das wieder hervor. Wichtig ist hier weiches Licht, dann den Haken setzen mit 50% Grau und natürlich auch mit Schnittmaske. Die kann ich bei gedrückter Alt-Taste, bekomme ich dieses Symbol und so male ich hier nicht drum rum, sondern bleibe wirklich mein Bild. Die Dodge and Burn Technik über die Tonwertkorrektur ist wirklich die einfachste Methode. Für mich zwar nicht immer unbedingt die schönste Methode, das kommt immer auf das Bild drauf an, aber so für den Anfang kann man es wirklich, kann man damit wirklich doch einiges rausholen, gerade auch die hellen, dunklen Stellen nochmal betonen und das gibt dem ganzen Bild nochmal so die Tiefenwirkung irgendwie. Also, ich blende mal hier die Tonwertkorrekturen aus, dann fangen wir nochmal mit der Dodge and Burn Ebene an, mit der Grau, 50% Grau. Hier gibt es ein Abwedlerwerkzeug. Ich bleibe meistens bei den Mitteltönen, ohne jetzt hier auf Lichter und Tiefen zu achten und gehe meistens so um, ja, fangen wir an mit 10%. Ich kann dann je nachdem immer noch höher schrauben. Also, ich zoome mir nochmal ein klein wenig ins Bild dran. Wenn ich jetzt meine, dass ich hier nicht die ganze Zeit auf Abwedler, das heißt, der hält auf, der Nachbelichter dunkelt ab, dass ich da nicht hin und her switchen muss, halte ich einfach zwischendurch die Alt-Taste gedrückt. Also ich fahre jetzt mal hier runter ein paar Mal und hält so Stellen auf. Man sieht das jetzt hier ganz deutlich. Wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann kommt der Nachbelichter zum Zug. Und wenn ich jetzt hier runterfahre, ich mache das jetzt mal ganz extrem, dann seht ihr, es wird dunkel. So, ich gehe mal hier die paar Schritte zurück. So, und dann fangen wir mal an. Also, 10-12% ist, hier machen wir jetzt mal 13. Ich fange jetzt genau dasselbe an und kann eben wie mit gedrückter Alt-Taste hin und her switchen. Machen wir hier die hellen Stellen, klein wenig aufhellen, hier auch, so, hier diesen Teil hier, die Nase natürlich und ja, dann kann man den Pinsel auch hier wieder kleiner machen, da aufhellen, jetzt die Alt-Taste drücken, im Gegenzug hier gleich ein wenig abdunkeln, auch hier nochmal abdunkeln, wieder aufhellen, loslassen, abdunkeln mit Alt-Taste, hier diese Stellen wieder etwas aufhellen. Und so tastet man sich dann ans ganze Bild ran. Ich mache hier gerade bei Stefan weiter, aufhellen, hier diesen Teil abdunkeln. Man kann diesen auch etwas abdunkeln, ja, das passt so auch. Dann die Augenbrauen, die dunkle ich in der Regel immer ab, damit das wirklich zum Vorschein kommt. Er hat ja hier noch einen Bart, den kann man auch ruhig abdunkeln. So, dann hier wieder aufhellen, die Lippen. Die Konturen kann man übrigens auch schön abdunkeln, dann sieht man die Lippen besser. Dazu nehme ich einen Pinsel, drücke wieder die Alt-Taste, oh, das war zu klein, drücke wieder die Alt-Taste, fahre hier ein paar Mal drüber und so kann ich die Konturen der Lippen etwas verstärken und etwas nach vor holen. Hier auch nochmal, so. Und das sieht schon mal gut aus, hier ein klein wenig aufhellen, also überall wo die Glanzlichter sind, diese Falte dunkeln auch ein klein wenig ab, hier auch. Wenn euch das zu wenig ist, dann könnt ihr hier wirklich nochmal mit der Belichtung etwas hochschrauben, dann könnt ihr hier auch wirklich etwas mehr machen. Ich fange meistens in der Regel sehr, sehr fein an, mit kleinen Zahlen an und kann mich so dann wirklich durchtasten, fahre ich halt ein paar Mal drüber und ich gehe zwar länger, aber ich finde das Resultat ist dann wirklich etwas angenehmer. Diese zu dunklen Stellen kann man natürlich jetzt aufhellen, dann fallen die nicht mehr so groß auf. Das mache ich jetzt auch. Du siehst hier, die verschwinden fast nahezu. So, diese Stellen kann ich abdunkeln, die
Lachfalten, sag mal Lachfalten? Ja, ich denke schon. Kann man auch wieder aufhellen, abdunkeln, dann kommen die richtig raus. Bei den Augen natürlich dasselbe Spiel. Ich kann hier richtig aufhellen. So. Er hat ja strahlende Augen, dann soll man die auch betonen. Die Wimpern hier kann man abdunkeln, damit man die auch sieht. So. Hier diese Kontur auch noch abdunkeln. Und du siehst, ich fahre wirklich ein paar Mal durch. Und jetzt machen wir das Spiel. Abblenden, aufhellen und du siehst, das ist schon ein kleiner Unterschied. Also, ich gehe nochmal hier weiter zu den Hosen. Auch hier bietet sich ein sehr, sehr tolles Beispiel an. Und da kann man den Pinsel etwas größer machen. Also, das heißt, hier fahre ich mal drüber. Hell, hell, dunkel, dunkel. Also Alt-Taste drücken. Hier folge ich wieder den hellen, hier den dunklen und switch dann immer so mit Alt-Taste drücken und aufhellen, abdunkeln, dann geht das wirklich ziemlich schnell. Das ist ein klein wenig Übungssache, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, geht das wirklich sehr, sehr gut. Also, hier aufhellen. Man kann es auch gerne mal übertreiben. So. Hier vielleicht auch noch ein klein wenig abhellen. So, hier wieder abdunkeln. Und so kann man wirklich die Tiefen und Falten nochmal richtig hervorholen. Wenn ich hier noch mehr Glanz haben will, dann betone ich das auch. Dunkler hier an den Seiten stets etwas ab. Dann hat man schon das Gefühl, aha, da kommt ja was zum Vorschein. Also, dann gehen wir hier weiter zum Hemd. Dunkel. Hier ist wieder hell. Hier kann man wieder etwas dunkler machen. Da kann man auch Falten betonen, die nicht da sind und da ja ein klein wenig tricksen. So, hier machen wir den kleiner, aufhellen, aufhellen. Hier Zwischenräume dunkler machen, hier nochmal aufhellen. Hier auch vielleicht nochmal dunkel und so weiter. Ich schiebe das mal rüber. Da kann man ruhig etwas größer nehmen. Da ist ja auch unser Cape, das wird ziemlich stark beleuchtet. Hier dunkeln wir wieder ab, auch diese Falte hier. So, machen wir kleiner, dann sieht das besser aus. So. Und diesen ganzen Stellen hier kann man richtig dunkel machen. Dann kommt der Glanz des Capes hier etwas besser zur Deutung. Diese Stelle kann man ruhig größer machen. Gegenzug immer ein klein wenig abdunkeln auf den Seiten. Dann wirkt das schon mal richtig gut. Wenn ich jetzt übertrieben habe, irgendwie, ich mache das jetzt hier mal bewusst, ich fahre hier mal richtig drüber, so ein paar Mal und ja, ich denke, Mist, das passt irgendwie nicht oder sieht irgendwie ein bisschen doof aus, kein Problem, ich schnappe einen Pinsel, wähle hier 50% Grau aus, so, oder tippe hier einfach 50 ein, bestätige mit OK. Und dann kann ich hier wieder drüber malen und weg ist mein Abwedler, mein Nachbelichter, den ich hier gebraucht habe. Wenn ich irgendwo zu viel gemalt habe, dann kann ich das auch hier so korrigieren und gut ist. Ich kann auch das Ganze mit dem Pinsel weitermachen. Ich finde das jetzt nicht so toll, weil da musst du die Deckkraft wirklich runter reduzieren. Das Ganze dann mit einem schwarzen oder halt eben mit einem weißen Pinsel. Dabei finde ich dann wirklich den Abwedler hier einfacher, weil man eben auch die Möglichkeit hat, mit der Alt-Taste hin und her zu switchen. Ist eigentlich schon sehr, sehr praktisch. Also hier nochmal ein bisschen übertreiben. Hier wieder dunkler so da. Hier auch nochmal betonen, dass da Falten sind. Da sind jetzt keine Falten, aber wir machen welche rein. So, hier nochmal ein klein wenig abdunkeln. Und so kann man auch Sachen hervorheben, die vielleicht gar nicht da sind. Also, das war jetzt ein bisschen zu viel, das ist nicht schlimm. Kann man auch noch ein paar Mal drüber fahren mit dem dunklen Abwedler. Hier vielleicht noch ein klein wenig aufhellen. So, hier dunkler machen, aufhellen. Dunkler machen und so weiter. Also wirklich spielt mit der Pinselgröße, das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Und dann bekommt ihr wirklich, wenn ihr euch da wirklich Zeit lässt, macht das wirklich zum Schluss auch. Dann habt ihr hier wirklich tolle, tolle Resultate. Und ich denke auch, dass da mit dieser Dodge and Burn Technik da so vieles rauszuholen ist. Gerade beim Composing, man kann auch Lichter hier etwas abmildern
oder abdunkeln, auf der anderen Seite wieder aufhellen. Das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das für richtig hält, was Geschmackssache ist. Und ihr könnt auch vielleicht mit Ebeneneinstellungen spielen, gucken, was die anderen hergeben, negativ multiplizieren. Das ist natürlich nicht so toll. Hartes Licht, mal gucken, das sieht auch ein bisschen doof aus. Man könnte hier jetzt auch noch die Deckkraft reduzieren, aber ihr seht, es ist eher grau. Deswegen bleibt bei weichem Licht, ineinander kopieren oder wie auch immer. Und wenn ihr das Gefühl habt, es ist euch zu wenig stark, dann könnt ihr auch das Ganze über Steuerung J oder Command J duplizieren. Und dann wird der Effekt nochmal stark verstärkt. Man sieht das jetzt hier gerade an diesem Cape oder auch hier. Das ist natürlich zu viel. Gefällt mir es persönlich gar nicht. Man kann dann diese zweite Kopie dann wirklich auch etwas runterdrehen in der Deckkraft und so weiter. So, dann war es das eigentlich schon mal mit Dodge & Burn. Ihr seht eigentlich überhaupt nicht so ein Riesending. Erfordert einfach ein klein wenig Übung. Aber wenn man den Dreh mal draußen hat, dann klappt das ganz gut. Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ich anzutreffen bin und fragt dann einfach mal und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!